Ja, das ist halt, ne, das ist halt so eine Mogelpackung, ne, wie meine Chips-Tüten. Ich esse zwar keine Chips, aber egal. Da ist halt übelst viel Luft drin, ne, da macht man die Tüten auf. Ja, ein, zwei Chips und war die Packung leer, ne. Der Fisch ist auch eine Mogelpackung. Piekst den mal an, der platzt dir aus allen Nähten. Oh, 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 ein Haiangriff, oh, oh, oh. Lässt Unge Knossi einen Stich? Also ich würde es ganz einfach machen, ich würde einfach sagen, ja. Ne, es war schade um ihn. Ist halt tot, ne, also ich stelle mir einfach gerade die Situation vor, ne, ich bin mit einem Kollegen unterwegs, da greift ein Hai an, passiert da öfters mal, würde ich dann einfach sagen, hier, ich habe damit nichts zu tun, ich will mich da auch nicht einmischen in euren Streit, er hat eh eine Versicherung über meinen Namen laufen, mach einfach. Ich hab so Hunger. Nutella-Toast würde ich gern bestellen. Okay, es tut mir echt leid. Wir können uns gegenseitig essen. Das wäre das Coole, weißt du? Ich steck meinen Finger rein, ich beiß von unten mal ab. So, wir essen uns einfach gegenseitig. Junge! Ich will's machen. Sofort. Mensch! Mutti! Schon wieder am Weg. Verändert sich beim Tauchen das Gewicht nicht. Ich werde nicht leichter. Die arme Maus. Ab ins Wasser? Ja, das ist für mich generell ins Wasser. Kenne ich auch. Das Problem kenne ich auch. Ne? Man stoppt sich so Chips rein. Man will ja abends nicht so krass viel essen. Man will halt lieber so kleine Chips essen. Und man wird einfach nie leichter. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Dass mich so ein Hai frisst. Ab ins Wasser, da viel Luft drin, ne? Ab ins Wasser, ab ins Wasser. Erwartet von mir nicht die High-End-Bilder, um euch mal so ein Stachelrochen vom Nahen zu zeigen. Leck mich. Wir sind nicht im Movie hier drin, ja? Wir sind. Aber bitte, bitte, ich möchte den Stachelrochen so nah sehen, dass er Stachel in irgendein Körper ist. Ne? Dann, kennt ihr ja, ne? Es ist halt fast wie 4D. Man spürt dann den Schmerz noch selber mit. Das ist viel schöner. Dieser Typ mit den langen Haaren, mit den Bäumen hier um die Eier gebunden und... Wir sind's nicht. Wir sind Gesundheit. Hä, mega. Das ist ja mega geil. Das ist unfassbar. So muss das Leben entstanden sein. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal da, ein kleiner Stachelrochen. Die wollen so ein bisschen Kontakt suchen. Die wollen ein bisschen spielen. Ja, mit den Stacheln ein bisschen Kontakt suchen. Hast du keine Tierkunde? Boah, das ist wirklich gefährlich. Ich hab nichts gegen ihn. Ist ein lieber Kerl. Also es gibt zwei Fischsorten, die hier sehr viel essen. Das ist einmal der Stockfisch. Und einmal der Degenfisch. Ja, was ist denn das, Junge? Kann mal einer was zu meinen Augenringen sagen? Kann man die theoretisch, kann man die essen? Ja, schon. Klar. Ich kann niemals, also ich holzig, kann niemals, ne? Wenn der mich anguckt. Blop, blop, blop. Töte ihn doch. Was ist denn mit dir? Was willst du denn essen? Dieser Fisch, ich will diesen Fisch essen. Was ist denn hier los? Das ist ein leckerer Fisch. Für mich ist der Hai eins der wichtigsten Tiere auf dem Dreier, weil es nicht nur das Wild-Symbol war, weil der Hai einfach das ganze Spiel neben der Alge verkörpert hat. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Rein da! Rein da! Ich meine, das habe ich auch rein bekommen. Wenn du ein Tier triffst, was machst du? Kennt man ja, ne? Ich bin auch immer Quallenfischen, ne? Sag ich auch immer hier. Rein da! Komm, geh rein! Ich will dich danach essen. Melken und essen. Komm, rein! Komm! So. So angelt man, ne? Gut, nebenbei noch mit Dynamit, da geht's schneller, aber so angel ich halt. Ich frag halt immer ganz lieb, ne? Man will ja den Tieren nie wehtun, man will ja höflich den Tieren sagen, bitte geh ins Netz rein, dass ich dich danach ausquetschen kann, melken kann und danach verspeisen kann, ne? Du musst halt auch ein bisschen mit der Tiersprache ein bisschen auch umgehen können, ne? Da kann ja eigentlich nicht schief laufen, ne? Das sind so liebe Tiere. Guck, der ist Hai. An, ne? Der ist Hai. Die sind so süß, die beiden. Oh, Alarm. Alles in Ordnung. Alarm. Hast du jemanden verletzt? Oh, oh. Nee. Alles ist gut bei mir. Das war dann doch wilder als gedacht. Sie haben halt eben auch Kraft. Genau wie ein Kampfhund. Ich bin mit einem Rottweiler aufgewachsen. Hier, wenn ihr guckt, hier, das ist mein Hund, als ich klein war. Gino hieß der. Das war der liebste Hund. Hilfe, ich will nicht sterben, Hilfe! Ein wildes Knossi? Ja, mein wildes Knossi. Meine Mutter Ida! Guten Morgen, Freunde der Sonne. Ach, schön. Die hören uns gerade. Willst du den Leuten mal was sagen? Nee. Nein? Alles klar, Spaß beiseite. Die Mutti ist cool. Ein Fernseher. Boah, wie cool ist das denn? Bruder?
Hey, hier ist Knussis Mutter. Das geht ist ja hammergeil gemacht. Hä, wie machen die diese Aufnahmen? Tatsächlich kann es jeder mit dem Programm von Adobe Creative Cloud. Auch du. Nee, er nicht. Großes Dank an unseren Partner Adobe. Für jedes unserer Videos benutzen wir meistens die vier Programme Photoshop, Character Animator, Premiere Pro und After Effects. Beginnen tun wir meistens mit dem Programm Photoshop, worin wir die Charaktere sowie auch die Hintergründe zeichnen. Boah, wie viel Arbeit da drin steckt, ne? Das ist heftig. Mit Character Animator kommt der eigentliche Animationspart. Dort lassen wir unsere gezeichneten Figuren zum Leben erwecken. Wow, so fühlt sich das Leben an. Nachdem wir fertig sind, ich weiß ganz genau, was er wieder zum Leben erwecken wollte. Nee, aber es ist vorbei. Animieren gehen wir über an den Schnitt. Dafür benutzen wir Premiere Pro und After Effects. Dort kommen die Animationen, Hintergrundbilder, Ton und Kamerafahrten zusammen. Wow, Hammer! Haben wir euer Interesse geweckt? Gemeinsam mit Adobe haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet. Also probiert euch doch selbst einmal aus und schickt uns eine digitale Zeichnung von euch selbst per Instagram. Zeit habt ihr dafür bis zum 3. Oktober. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Gewinner. Dieser wird in der nächsten Candy-Folge in unserem Stil als Statist ins Leben gerufen. Benutzt dafür Adobe Creative Cloud. Diese könnt ihr 7 Tage lang kostenlos testen und ihr habt 14 Tage Rückgaberecht. Für StudentInnen, SchülerInnen, Auszubildende und Lehrkräfte gibt es 65% auf die komplette Creative Cloud von Adobe. Dort sind nicht nur die vier Programme, die wir benutzen, sondern weitaus mehr. Viel Spaß dabei! Aber jetzt mal ungelogen, kann da nicht jeder angeben, dass er ein Schüler ist oder nicht jeder angeben, dass er ein Lehrer ist? Also, ich will gar nicht wissen, wie viele sich da als Lehrer registriert haben. Die noch nie mal schreiben können. So wie ich. Ja. Hammer. Grill das. Leckerer Pilz. Schmeckt köstlich. Ein bisschen Salz drüber. Hat eine kleine Nebenwirkung, dass man dann Giraffen sieht, aber sonst delicious. Ich hab Hallos. Das muss doch von dem Pilz kommen, den du dir gerade an dem du geknabbert hast. Alter, also es wirkt gerade einfach nur wie so ein richtig kranker Drogentrip. Wenn du dir einen YouTuber aussuchen müsstest, kennst du einen YouTuber? Klar. Wenn du dir einen YouTuber aussuchen müsstest, mit dem du zusammen sein würdest? Ich will keinen Ärger, also wenn das... Kennst du Gorillakopf? Komm, wir machen mal was anderes. Okay, letzte Frage. Findest du dich mit cute? Hässlich bist du nicht. Jetzt wird's cringe. Sind ja gerade im Busch, ne? Oh, ich bin gespannt, ob er es schafft, einen Fisch zu fangen. Ich liebe es, Tiere zu töten. Ich hab einen Fisch gefangen! Ich kenne dich, ich bin Angler! So, es sieht jetzt nicht so lecker aus, weil es natürlich so ein Fisch ist und so, aber... Ja, das ist halt so eine Mogelpackung, ne? Wie meine Chips-Tüten. Ich esse zwar keine Chips, aber egal. Da ist halt übelst viel Luft drin, ne? Da macht man die Tüten auf. Ja, halt ein, zwei Chips und war die Packung leer, ne? Der Fisch ist auch eine Mogelpackung. Piekst ihn mal an, der platzt dir aus allen Nähten. Das hier ist auch so eine Mega-Spezialität auf Madeira. Der heißt so ein Fisch. Aber so sehe ich ja in echt gar nicht aus. Guck mich an, ich bin nicht aufgequollen so. Ja, doch. Ich habe Probleme jetzt, ich brauche Hilfe. Weißt du, in Portugal hört dich niemand schreien. Weil ich spreche nicht deine Sprache, mein Lieber. Wie kann man sich freuen? Jetzt gehe ich schlafen. Was mit Zähne putzen, hä? Der feine Herr? Fuck. Wollen wir heute mal vergessen vom Bett gehen? Denken wir doch heute mal nicht dran. Hupala. Also als ob das euch noch nicht passiert ist. Hört auf zu lügen. Nö, aber den Luxus gönne ich mir. Ich komme doch aus der darfst du nicht sagen. Ich mach's mir jetzt kuschelig, Leute. Juhu, ich mach's jetzt kuschelig. Hol ich auch eine schöne kleine Kuscheldecke. Hier ist so windig die Hütte. Bläst von allen Seiten rein, ist für mich wirklich... Ich muss ja hier eins kritisieren, ne? Unges Haus. Wie viele Bäume dafür gestorben sind? Wie viele Bäume, die armen Bäume? Erklärt es doch mal den End in Fangornwald. Die kommen euch an und ruppen euch die Hütte ab. Ne? Ja, ist nicht lustig, das haben die wirklich schon gemacht, ne? In den Nachrichten, in der Bild stand das 2002 drin. Jo, haben Isengard abgeruppt. Ne? Isengard stand da nicht mehr, ne? Zu windig. Was bist du denn für eine Mücke? Wollen auch noch leben. Blaue Augen, Alter! Blaue Augen! Boah, mein Gott. Horror, wenn ich eine Mücke im Schlaf habe, raste ich schon aus. Dann werde ich aber zum Anti-Veganer. Die snack ich mir so rein. Zack. Oh. Üble Mücken. Mach ich auch immer. Üble Mücken. So
große, mutantierte Drecksvögelmücken. Der arme Junge, der sitzt in seinem Zelt mit 1000 Mücken. Macht's gut, es hat viel Spaß gemacht. Gesund, alles klar, also macht's gut. Ich bin's geil gemacht, ah, Fame. Ah, die Mutti. Oh. Au, in meinen Augen der Kanal, also so viel Arbeit wie Arbeit hier drin steckt, ne? Der Kanal hat viel, viel, viel mehr Reichweite verdient, ne? Hallo, ich bin Knossi, wer bist du? Der Günther. Ah. Heiße Uwe und bin 22 Jahre alt. Bleibst du bei mir? Nein, definitiv nicht. Sorry, aber nein. Da bin ich ja komplett verloren. Also, nee. Ja, cool, ey. Wie immer, übelst... Einfach Respekt, einfach wirklich Respekt, was für eine unfassbar heftige Arbeit hier reingesteckt wird. Die ganze Animation, die ganze Kulisse und alles einfach nur. Das sind halt immer wieder so Videos, ne, wieso ich halt auf YouTube gewechselt bin, ne? Das, kann ich immer wieder so unterschreiben. Unbedingt die Jungs, wenn ihr die noch nicht abonniert habt, bitte abonniert die Jungs. Lasst Liebe da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, würde mich mega freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, würde mich auch freuen. Haut rein und tschüssi!